Hallo, damit herzlich willkommen zu einer weiteren Mod-Vorstellung hier auf Gunner. Wir schauen uns jetzt die Hot Pommes Fabrik an. Version 1.0 kommt einmal vom, wer hätte es gedacht, Hot Team. Gibt es noch für PC und Mac, findet ihr einmal im Baumenü unter Produktionen und Fabriken. Und dann habt ihr hier die sogenannte Pommes Fabrik. Dazu gibt es noch unter Produktionen und Verkaufsstellen noch eine passende Verkaufsstelle. Und zwar eine Pommesbude, die direkt die Pommes mit annimmt, kostet 40.000 Euro. Nun, das ist mit einer der ersten aufwendigeren Produktionen, die es so gibt, meines Erachtens nach, denn diese Fabrik ist voll begehbar und hat volle Animationen mit dabei. Direkt schicke Sache. Gut, generell, wir haben eine Industriehalle, wie man hier unten schwer erkennen kann. Oben haben wir dann dementsprechend Schild mit drauf, ne, mit Hot und Pommes und hier und da und tralala und so ein paar Kartoffeln, die sich dementsprechend freuen, dass sie zu Pommes verarbeitet werden. Wir haben die Better Lights von Hot hier mit drauf verbaut. Die braucht ihr nicht separat, die sind hier an den Dings mit dran, sodass ihr nachts eine Beleuchtung habt. Ihr habt ja einmal den Trigger, wo die Kartoffeln eingefüllt werden. Dann haben wir einmal hier den Trigger, wo das Wasser eingefüllt wird. Weiter rüber haben wir dann einmal den Entladetrigger für die Gärreste, beziehungsweise Dings, die rauskommen. Gucken wir uns gleich noch an. Dann haben wir einmal hier noch den Entladetrigger für das Schweinefutter, was auch noch mit rauskommt. Wir können dann einmal, wenn wir hier vor den Schalter stehen, ne, auf zu. Ne, soweit so klar, ist in dem Fall auch mit beleuchtet. Gehen wir einmal weiter. Haben wir auf der Seite erstmal gar nichts, außer halt die Riesenhalle. Jetzt hier einmal weiter haben wir einmal hier den Trigger zum Einladen für das Öl, was gebraucht wird. Einfach hier rein damit und fertig aus Mickey Mouse. Dann haben wir einmal hier noch einen Entladetrigger für die Pommes, die dann rauskommen. Natürlich auf Palettenware, versteht sich. Und dann sind wir einmal hier erfolgreich drumrum. Hier steht noch so ein bisschen Müll und alles. Und dann sind wir hier wieder am Eingang. Nun, linke Maustaste, kommen wir einmal hier mit rein. Und dann seht ihr schon mal, wie der Hase läuft. Das Ding ist halt völlig begehbar. Generell, hier fängt es an. Hier kommen die Kartoffeln, werden dann hier dementsprechend eingesaugt. Das steht jetzt alles. Das haben wir dann eine Animation mit dabei. Werden dann hier einmal gewaschen und aussortiert und haben wir alles nicht gesehen. Dann einmal noch hier weiterhin geschält. Dazu geht es dann in der nächsten Station einmal nach rechts weiter, was dann zu Schweinefutter wird, ne, beziehungsweise was nicht mehr benötigt wird. Und links geht es dann weiter, um das Ganze weiter zu verarbeiten. Da werden die hier einmal gestriffen. Dann haben wir hier diese typische Pommesform. Da werden die einmal hier vorfrittiert. Die kommen dann einmal hier wieder raus und gehen dann einmal hier in den Schockfroster mit rein. Das können wir in dem Falle hier, wie wir sehen, so ein bisschen begutachten. Ne, dürfte ich kurz... Ne. Ja, man sieht es so, ne? Werden dann hier geschockfrostet und gehen dann einmal auf der hinteren Stelle. Ne, gehen wir halt hier lang, ist auch vollkommen okay. Hier dann einmal schockgefrostet wieder hier rein zum Verpackungsding und enden dann wiederum da hinten als Ausgangsware. Ne? Soweit, so klar, ist das selbsterklärend. Wir haben hier drinnen dann einmal natürlich noch den Trigger. Gehen wir halt wieder hier raus, ist auch okay. Einmal den Trigger, um ins Produktionsmenü generell zu kommen. Das schauen wir uns dann auch einmal an. Ihr seht, Kartoffeln, Wasser und Sonnenblumenöl werden gebraucht. Pommes, Gärreste und Schweinefutter sind dann die Endprodukte. Natürlich, das Hauptprodukt sind die Pommes, versteht sich. Ansonsten aktuell ein Produktionszweig und zwar die Pommes. Wir haben 10 Kartoffeln, 2 Wasser plus 1 Sonnenblumenöl. Ergibt 8 Pommes plus Gärreste plus Schweinefutter. 6000 Zyklen im Monat. Bei 120 Euro Produktionskosten am Tag. Das heißt, das Ding ruppt ordentlich Güter durch. Ne? Wir haben jetzt hier einmal hier die Kartoffeln, beziehungsweise Wasser und Sonnenblumenöl. Ihr seht, 50.000 Liter für Sonnenblumenöl, 200.000 Liter für Wasser und Kartoffeln. Gucken wir uns gleich an. Dafür gehen wir nämlich einmal wieder hier raus, um euch das hier zu demonstrieren. Einfach mit dem Trailer rückwärts ranfahren. Der Trigger ist relativ groß genug. Da müsst ihr euch keine Gedanken machen. Das Ding kann dann auch nach oben kippen. So. Ja, einfach hier auskippen. Und dann läuft der ganze Hase. Gut, beim Rückwärtsfahren oder beim Rückwärtskippen gegebenenfalls darauf achten, dass ihr genug Abstand habt. Aber ihr seht, selbst in dem Abstand hier erkennt der Trigger das alles. Nö, das juckt den in dem Fall ja gar nicht. Machen wir das Ding einmal aus. Jetzt seht ihr, sind die Kartoffeln hier drinne. Das füllt sich dann auch dementsprechend hier.
gehe mal einmal wieder näher ran, kaufe ich hier den ganzen Spaß mal mit nach. Das ist ein separates Skript, bevor die Fragen da aufkommen. Und ihr seht, 1 Million Liter Kartoffeln passen hier auch mit rein. Also das ist wirklich ein Ding für Masse. Gut, jetzt aktivieren wir den ganzen Spaß. Und dann seht ihr, starten die Animationen dann hier insgesamt auch. Der Bunker hier ist voll. Wir haben hier Animationen mit dabei. Genauso wie hier, das wird jetzt ein bisschen laut. Ne, wo das dann alles hier rüber geht und über geht. Ne? Und dann seht ihr hier Animations gesehen. Hier. Einmal hier. Ne? Und dann einmal hier schockgefrostet. Und dann geht das dann einmal erfolgreich nach hier hinten. So, dann müssen wir das Ding natürlich ein bisschen arbeiten lassen. Ne? Weil ohne Arbeit kommt da dementsprechend auch nichts raus. Das heißt, wir gehen einmal hier. Ich setze mir mal kurzerhand hier so eine Hütte mit hin. Dann gehen wir einfach mal 24 Stunden schlafen. Und dann sehen wir... was, oder knapp 24 Stunden schlafen. Und dann schauen wir einfach mal kurzerhand, was da alles so passiert. Beziehungsweise, was da bereits alles produziert worden ist. Hm, kurz einmal hier durch die Nacht geslived. So, Dankeschön, vielen Dank. So, dann haben wir schon mal ordentlich Produktionskosten. In dem Falle hier mit drinne. Und dann sehen wir uns das Ganze einmal an. Also das können wir jetzt in dem Fall ignorieren. So schlimm ist es nur auch nicht. Wir haben nur 120 Euro Produktionskosten, ne? Anzeigebug. Das ist ja für die Gebäude hinstellen. Beziehungsweise das waren noch vorher andere Mods. Also von daher, darauf braucht er nichts geben. Ihr seht, von der 1 Million haben wir ungefähr 50.000, also knapp über 50.000 Liter verbraucht. Ne, hier haben wir so ungefähr 11.000 Liter verbraucht und hier haben wir so 6.000 Liter verbraucht. Wir haben 15.000 Pommes, in dem Falle 5.000 Gärreste und 5.270 Schweinefutter. Um das Ganze dann, lass doch das komische Radio aus, Entschuldigung. Um das Ganze jetzt einmal rauszubekommen, seht ihr dann einmal hier, haben wir dann einmal die Paletten mit dazu. Die sind jeweils auf 1000 Liter Basis gesehen. So, steigt mir einmal die Superstärke ein und dann seht ihr, die spawnen dann auch immer schick schön nach. Also, das verläuft sich nach dem 22er Standardprinzip, was die Paletten sind. Mir wurde gesagt, das sind keine Standardpaletten. Ne? Natürlich sind das die Standard LS Euro Paletten vom Aussehen her, aber die Kollision scheint wohl überarbeitet worden zu sein. Das heißt, ihr habt da eine bessere Kollisionsabfrage, wenn ihr das Ganze mit aufladen tut, sofern ihr ohne Autoload arbeitet. By the way, den QR-Code könnt ihr scannen. Ist ein nicer Gag, beziehungsweise nette Anekdote da mit dahinter. Könnt ihr ja einfach mal ausprobieren, wenn ihr wollt. So, das Ganze könnt ihr dann, oder müsst ihr logischerweise auch verkaufen, wenn ihr dafür Kohle haben wollt. Das schreibt sich hier rein. Ihr seht an der Pommesbude 1400 auf einfach. Bringt uns das Ganze hier auf Mittel, sind es ca. 1100, 1200. Schafft ihr dann einmal hier hin. Und dann wird der ganze Spaß hier abgebaut. Und ihr bekommt sofort euer Geld dafür. Das ist dann hier die Verkaufsstation selber. Ne, ist also als Pommesbude gemacht. Ihr kommt in dem Fall hier nicht rein, ne, das ist alles zu. Könnt das Ganze aber hier wunderschön bestaunen. Ne, und es gibt sogar Grillhähnchen. Ne, auch nett gemacht, ne? Ja. Und das ist der ganze Zauber in dem Sinne. Hier hinten könnt ihr halt, wie gesagt, noch dann die Gärreste und das Schweinefutter rausholen, was nebenbei mit produziert wird. Alles kein Problem. Nachts ist die ganze Karre beleuchtet. Soweit so klar, ist es selbst erklärt. Ja, Lok ist sauber. MB-Zahl ist soweit auch vollkommen. IO funktioniert im Multiplayer ohne Probleme. Wurde schon erfolgreich getestet, sehr ausführlich. Von daher kann ich euch noch viel Spaß wünschen. Nun, Download-Link inklusive Bewertung wie immer in der Videobeschreibung verlinkt. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn ihr mögt, lasst ein Däumchen, Abo da, wenn es euch gefallen hat. Und bis dann, haut rein. Tschüssikowski. Tschüss.